Kaffee ist dann gut, wenn ich gerne eine zweite Tasse trinke. Aber wir müssen akzeptieren, dass Kaffee so unterschiedlich sein kann wie Wein. Es gibt auch nicht einen Wein, der allen schmeckt. Und genauso ist es bei Kaffee auch. Er muss gut riechen, er muss einfach schön aussehen, sollte möglichst heile Bohnen haben. Weniger Kaffee kaufen, kleine Portionen und lieber öfter frisch. Wenn ich Kaffee nicht gut zubereite, nützt mir der beste Kaffee der Welt nichts. Möglichst erst kurz vor der Zubereitung frisch mahlen und ihn dann genießen. Habe ich einen BWT-Tischwasserfilter, dann habe ich ein wirklich sehr gutes Wasser, weil Magnesium zugesetzt ist. Es nimmt den Kalk raus und es trägt die Aromen. Auf keinen Fall wirklich kochend heißes Wasser, weil der Kaffee sehr, sehr temperatursensibel reagiert. Und dann, wenn ich ihn gut zubereite, erst dann habe ich die Möglichkeit, diese wahnsinnig große Geschmacksvielfalt von mehr als 1600 Aromen wirklich herauszufinden.